Hallo, herzlich willkommen hier zum Kachelmann-Wetter mit einem Spezial zum Thema Herbstferien, die letzten Züge der Herbstferien in Deutschland. Das Wetter ist deutlich frischer geworden und ich schaue mich mal ein bisschen im Mittelmeerraum um und auf den Kanaren, wie das Wetter dort ist und ob man da noch Urlaub machen kann. Es wird in den nächsten Tagen im westlichen Mittelmeerraum deutlich unangenehmer sein und auch in Spanien, Portugal. Da ist jetzt nicht ein Tief draußen auf dem Atlantik fest, ein Sturmtief, wird auch stürmische Böen und Sturmböen bringen. Kräftigen Regen in Portugal und teilweise in Südspanien. Auch die Balearen bekommen Schauer und Gewitter ab. Das Ganze bei Temperaturen, die nicht mehr so hoch sind. Meistens nur noch bei 18 bis 23 Grad liegen. Die höchsten Werte auf den Balearen und Richtung Südostspanien. Die Wassertemperaturen ebenfalls ein bisschen zurückgegangen, liegen an der portugiesischen Atlantikküste so bei 18 bis 21 Grad. Am westlichen Mittelmeer, da sind es durchaus noch 22, 23 Grad. Gehen wir weiter rüber ins östliche Mittelmeergebiet, Türkei bis Ägypten runter, wird nichts passieren. Da ist der Himmel meistens wolkenlos oder leicht bewölkt. Hier scheint die Sonne. Richtung Griechenland allerdings und zu Adria und Italien hin, da sind kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Stellenweise mit Unwetterpotenzial, ich kann es richtig runterschütten. Bis zum kommenden Sonntag und die Temperaturen in Italien auch noch so bei 18 bis 22 Grad. In der Türkei wird es ein bisschen wärmer sein, bei 23 bis 25 Grad. Und die Wassertemperaturen in der Osttürkei noch meist bei 24, 25 Grad, aber Richtung Adria und Italien schon wieder ein bisschen zurückgehend. Da werden meistens so um die 20 Grad als Wassertemperaturen erreicht. Hier auf den Kanaren wird nicht viel passieren. Hier auf Fuerteventura heute, jetzt heute Mittag, 28 Grad im Schatten. Wolkenloser Himmel bis zum Sonntag, passiert auch nicht viel, ein paar Wolken ziehen mal rein. Eventuell Sonntagnachmittag mal Schauer möglich und Wassertemperaturen, gut, brauche ich nicht drüber reden, kann man direkt mal hier zeigen. Das ist die aktuelle Wassertemperatur hier auf Fuerteventura im Norden der Insel mit fast 24 Grad. Allerdings kommt die nächste Woche ein bisschen Bewegung rein. Hier wird ein Tief auch runterziehen, das von Portugal wird Schauer und Gewitter bringen und kräftige Böen. Mal sehen, was hier noch von ankommt in der nächsten Woche. Temperaturen dann aber trotzdem so um die 25 Grad noch. Ich wünsche alles Gute. Hoffentlich konnte man mich verstehen, trotz der Wellen und des Winters. Macht natürlich Geräusche, aber ich hoffe, das Video ist ganz okay geworden. Bis demnächst von Fuerteventura und tschüss.